So Leute, herzlich willkommen. Oh mein Gott, da habe ich ein bisschen heftig auf die Aufnahmetaste gedrückt. Meine Fresse. Willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ja, ich habe ja angekündigt im letzten Part, dass ich diese Top-Pflanze mutwillig zerstören werde. Und bevor ich das vergesse, werden wir den Worten natürlich Taten folgen lassen. Stirb, Pflanze. Hoppla! Absicht! Das war, nein, das war keine Absicht, das war ein Poloschläger. Kann ich mit der Pflanze reden? Es tut mir leid. Wer's glaubt? Es tut mir wirklich leid, ich hab's den Leuten versprochen und so und kann ich nochmal draufhauen? Hier habe ich bereits genug Schaden angerichtet. Ich Ich wollte ja sollte nur. sie nicht auch noch demütigen. Ja, stimmt schon, ich wollte ja nur mal gucken. Es tut mir leid. Harvey, was sagst du dazu? War ich das etwa? Steh dazu. Du bist so destruktiv wie ein Ego-Shooter. Ja. Lass das nicht die Leute von RTL sehen. Also, nee, du wirst sofort zensiert. Echt mal. Kann ich die Säule auch kaputt machen? Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist. Stimmt's? Schön. Ich finde es auch total genial, dass das Spiel sich manchmal selber nicht ernst nimmt. Das ist sehr geil. Was hältst du von dieser Säule, Harvey? Kitschig. Okay. Dachluke. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. 40 Liter Himmel. Das ist eigentlich nicht viel, ne? Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Kann ich die eigentlich irgendwie aufkriegen? Das habe ich in der vorherigen Spiel, also als ich für mich gespielt habe, nicht wirklich probiert. Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. Kann ich die, Oho! Moment, zu hoch. Und beweglicher Sprite. Kann ich vielleicht hier das Ding bewegen? Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. Es reicht ja eigentlich, wenn du sie schiebst. Ah! Okay, das wusste ich nicht. Ja, Ednas Arsch haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich wusste nicht, dass man. Klar, ich habe gelesen, beweglicher Sprite, aber ich habe nicht wirklich ausprobiert, weil ich bin blöd. Es tut mir leid. Ich denke mal, dass das später noch nützlich sein wird. Versuchen wir mal, die Dachluke einzuschlagen. Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. Hat sie gesagt, ich komme nicht an? Okay. Dieser Raum hier im Übrigen, ich habe Harveys neue Augen, also den Nachfolger habe ich schon mal durchgespielt. Das heißt, wenn ich den nochmal Let's Playen werde, wird das nicht blind sein. Auf jeden Fall, dieser Raum hier spielt da auch eine Rolle. Deswegen habe ich gerade so leichte Déjà-vus und so, aber das tut nichts zur Sache. Ich wollte einfach nur ein bisschen was von eurer Zeit klauen und wir gehen jetzt durch die Tür. Hey, ho! Das sieht aus wie eine Abstellkammer, Poki, oder? Was sagst du dazu? Ein Tipp, redet mit Bobo dem Gehirn. Das Gehirn im Glas wird in der deutschen Version von niemand Geringerem als Carsten Fichtelmann, meinem Kompagnon und ja, Geschäftsführer von Dedelic, gesprochen. Und ich glaube, das sind ein paar Takes, die wir da eingefangen haben, die sich ganz, ganz, ganz besonders lohnen und die man sich auch immer wieder anhören sollte. Ich tu's. Ich habe den Soundfile, ich bin ein Gehirn in einem Glas, lange Zeit auf meinem Desktop gehabt. Bei jeder Gelegenheit abgespielt. Ursprünglich hatten wir übrigens bei dem Gespräch mit der Alf-Puppe tatsächliche Schnipsel von einer Alf-Kassette dort als Soundfile hinterlegt, wenn er antwortet, ha, ich lach mich tot und so weiter. Im Endeffekt mussten wir die wieder rausnehmen, weil BHV starke Bedenken hatte, dass wir damit Rechte Dritter verletzen. Böser Poki. Böser, böser Poki. Also echt mal ganz Wer sich böser Poki. übrigens in Edna bricht aus geärgert hat, dass er die Bowlingkugel hier unten links im Regal nicht mitnehmen durfte, bei Harveys neue Augen kann man sie endlich mitnehmen. Ein Makel im Game Design, der mir einfach immer sehr schwer auf der Galle gelastet hat und den ich jetzt wieder wettgemacht habe. In Harveys neue Augen. Ich suchte diesen Raum
Und ihr könnt die Bowlingkugel nehmen. Freut euch drauf. Ich freue mich. Nehmt auf jeden Fall das Captain Unbrauchbar Comic mit. Also das Heft, das dort auf diesem Zeitschriftenstapel liegt. Es wird im gesamten Spiel keine Verwendung finden. So viel kann ich jetzt vielleicht schon mal spoilern. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Und die Reaktion für dieses Item zu schreiben, hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Denn Edna wird halt zu jeder Situation und zu jedem Objekt im Heft ein entsprechendes Bild finden, das sie damit assoziiert. Auf diesem Bild wäscht Captain Unbrauchbar gerade seine Karotte. Ich habe keine Ahnung. Es macht irgendwo vielleicht Sinn. Oder ich habe mir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Entscheidet selbst. Ist er jetzt fertig? Ja. Es tut mir leid. A, bin ich ihm wieder ins Wort gefallen und B, wollte ich schon wieder losquatschen, als ich dachte, er wäre fertig. Böser Poki, schäm dich. Zurück in deine Ecke. So, ja, er hat ja schon so ein bisschen was erzählt. Eine Alf-Puppe haben wir hier. Das ist übrigens auch der letzte Raum, der letzte Screen, den ich kenne. Danach wird das Spiel blind und dann wird's lustig, weil dann geht das Gefehle los. Er hat schon gesagt, dass wir das Comic unbedingt mitnehmen sollen. Das werden wir auch direkt tun. Ich lese es später. Dann rede erstmal mit ihm. Stell dich mal wenigstens vor. Was würdest du an meiner Stelle tun, Captain Unbrauchbar? Ich würde Dr. Marcel in den Arsch treten. Das ist natürlich eine Taktik, die ich voll und ganz unterstütze. Deswegen ab ins Inventar. Und jetzt gucken wir mal direkt nach. Können wir das überprüfen hier? Inventar, wo ist es denn? Hat sie es mitgenommen? Nimm Comic. Bewege Pixelarsch zur Seite. Was da? Oh. Shit. Oh, das klingt nach... Ja, fast so als ob... Potztausend, das ist Glas. Das klingt so, wenn betrunkene Menschen nach Hause kommen. Habe ich gehört. Gott. Ja, Glas. Das war aber nicht das, was ich eigentlich wollte. Das habe ich aus Versehen angeklickt. Genug Schaden angerichtet. Sicher? Harvey? Was hältst du von diesen Kartons, Harvey? Ich versuche gerade nichts von ihnen zu halten. Oh, das ist aber... Kann man mit denen reden? Der Gesprächsstoff zwischen mir und den Kartons ist begrenzt. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Mikrokosmen. Ja gut, dann ist es natürlich klar. Also, so ein Unterschichtkarton, da möchte ich auch nicht wirklich mitreden. Bowlingkugel. Geht nicht. Die Kegel sind nicht vollzählig. Oh Gott, das... ich habe gerade noch mal kurz über den letzten Satz... ich habe nichts gegen Unterschichten, Gottes Willen. Nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Das war einfach nur... Mein Hirn ist auf Urlaub, wenn ich Let's Play. Entschuldigung. Okay, können wir mit der Bowlingkugel reden? Hulgur? Bist du das? Keine Reaktion. Ich war mir so sicher. Da ist ja auch eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden, ne? Mit Hulgur und der Bowlingkugel. Was hältst du von dieser Kugel, Harvey? Ich hätte gern die Kanone dazu. Es ist eine Bowlingkugel. Dann brauchen wir auch eine Bowlingkanone. Sonst weigere ich mich. Harvey ist ein Mann der Taten. Das gefällt mir. Habe ich jetzt dieses verdammte Comic genommen? Nein. Dankeschön. So, Comicheft. Ansehen. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah. Es ist die limitierte Erstauflage. Es gab mehr Auflagen als eine? Es ist komisch. Okay, Mixer. Der ist kaputt. Warum bist du kaputt, Mixer? Hallo, Mixer. Ja, er ist offensichtlich kaputt. Also wenn Mixer so sprechen, dann wird es Zeit, sie einzuschläfern. Hm,
schmeckt nach Ananas. Radioaktives Zeug schmeckt nach Ananas. Okay, zwei Sachen. Erstmal Harvey mit dem Mixer. Oh ja, darf ich? Nein, erinnere dich daran, was das letzte Mal passiert ist? Kein Ohrhase. Das ist natürlich eine geile Anspielung an den Film. Das passt irgendwie, kein Ohrhase. Ach, das ist... Entschuldigung, das amüsiert mich köstlich. Mit radioaktiv. Willst du davon etwas probieren, Harvey? Oh ja, dann mutiere ich bestimmt zu einem Superwesen. Für mich bist du bereits ein Superwesen, Harvey. Ja, du bist mein Superhase. Wäsche. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Ach, da fällt mir ein, ich habe vergessen, mit dem radioaktiven Zeug zu reden. O Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Yay! Okay. Reden wir mit der Wäsche. So weich. Mit Schmusi weich Ultra gewaschen? Nein. Mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Ach. Ja. Atomfrisch. Ja, das ist natürlich... Das sollte ich dann vielleicht auch mal versuchen. Also... So, jetzt kommen wir endlich zur Alf-Puppe. Ich mag Alf ja persönlich. Also ich habe Alf damals gerne geguckt. Auch wenn ich im Hintergrund natürlich Tata höre wegen dieser Aussage. Nein, das... ja. So. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Aber Alf war schon cool zu seiner Zeit. Ich meine, hey, hallo Alf. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Was hältst du davon, Harvey? Igitt, ein Frosch. Das ist doch kein Frosch, Harvey. Das ist Alf. Ach nee, er ist Gedächtnis verloren und jetzt plötzlich Zoologieprofessor oder was? Da hat er natürlich einen Punkt. Das ist das Gehirn, mit dem wir unbedingt sprechen sollen. Das werden wir auch gleich tun. Reagenzgläser. Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Ja, ich muss zugeben, Chemie war auch nicht so meins. Können wir mit den Gläsern reden? Buh! Keine Reaktion. Ja, so eine Scheiße, das sind doch Reagenzgläser. Da muss doch irgendwie eine Reaktion... Ach, egal. Okay, Gehirn. Benutze Hirn. Ich sehe, du versuchst wieder fremde Gehirne zu benutzen, Edna. Du solltest mehr Vitamine zu dir nehmen. Dann bist du in absehbarer Zeit vielleicht in der Lage, dein eigenes zu benutzen. Also, esst Vitamine, dann könnt ihr euer Hirn benutzen. Liebe RTL-Chefredakteure. Obwohl, nein, das so viele Bananen könnt ihr gar nicht fressen. Entschuldigung. Das Hirn... wir können mit ihm sprechen, ne? Moment, aber stopp, erst. Ich will erst wissen, was Harvey davon hält. Was hältst du davon, Harvey? Es ist ein Hirn in einem Glas. Wahrscheinlich gehört es Hulgor. Das wäre möglich, weil Hulgor ist ja nun mal nur so ein 2x2 Meter, also das ist 2 Meter hoch, 2 Meter breit. Ja, aber kein Hirn. Reden wir mal mit... Hallo? Hallo, Edna. Was führt dich zu mir? Wer oder was bist du? Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Bobo, du kannst sprechen? Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Das heißt, wir verfügen über die Fähigkeit der Telepathie. Oder wir sind wirklich bekloppt. Kennst du einen Weg hier raus? Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Das ist mir klar. Vielleicht sollte man so ein paar Rollen unter deinem Glas bauen. Dann kannst du mal so ein bisschen zumindest hier im Raum rumrollen.
Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel, lieber Bobo? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Ja, böse. Okay. Ciao, Bobo. Ciao, Bobo. Bobo war jetzt auch nicht wirklich hilfreich, oder? Gut, er hat uns gesagt, dass wir uns vor Dr. Marcel in Acht nehmen sollen, aber da wäre ich irgendwie auch alleine drauf gekommen. Ansonsten gibt's hier, glaube ich, nichts. Und Fenster. Das war jetzt toll. Und Fenster. Ja, dann gehen wir mal raus. Und das ist jetzt genau der Screen, beziehungsweise die Umgebung. Genauer gesagt, dieser Screen, in dem ich aufgehört habe zu spielen, heißt, ab hier wird's blind. Noch nicht ganz, weil hier Pokis Kommentar, ich liebe das, dieses Entschuldigung. Pokis Kommentar habe ich mir noch reingezogen und den dürft ihr jetzt auch hören. Hallo Poki, hau raus. Ja, dieser Screen ist vielleicht nicht der am hübschesten oder perspektivisch richtigsten gezeichnetste, den ich jemals gemacht habe. Aber er gefällt mir deswegen so besonders gut, weil man halt schon sehr früh im Spiel halt so ein bisschen Überblick darüber bekommt, wo geht's überhaupt noch hin in dem Spiel. Man kann von dieser Position halt tatsächlich bis zum Ende des Spiels sehen. Man ist halt quasi noch am Startpunkt, also irgendwo in diesem Turm, irgendwo unter diesen Dachsträgen muss sich halt Anna Celle befinden. Aber man sieht halt hinten schon Locations wie zum Beispiel den Carpool rechts unten im Bild, den man halt erst später erreicht oder noch viel später außerhalb der Mauern kann man eigentlich schon Ednas Weg vorahnen. Und Edna kommentiert das Ganze auch entsprechend. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Und es hat mich immer sehr gefreut, was ist jetzt gerade halt endlich mal in die Luft gekommen und hat halt einfach noch nicht sehr viel erreicht. Es liegt noch ein großes Spiel vor ihm und er muss erstmal wieder rein und durch dieses Irrenhaus durch. Ich hoffe, dass dieser Screen irgendwie motivationssteigernd wirkt. Aber ich hoffe auch ziemlich vielen anderen Quatsch. Einen dritten Ghostbusters-Teil zum Beispiel. Okay, das ist ja einerseits schön, wenn man so eine Erklärung kriegt, heißt, also ich finde es geil, dass er sagte, man kann bis zum Ende des Spiels gucken, von der Weite her, und dann im gleichen Atemzug sagt er allerdings, also man fühlt sich da schon so ein bisschen motiviert, guck mal, da hinten ist das Ende, und dann sagt er beim gleichen Moment, man hat allerdings noch nichts erreicht, und zieht einen so wieder ein bisschen runter. Das ist toll, Poki, du solltest Metallcoach werden, das ist ganz ehrlich. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Wie gesagt, ab hier wird's blind. Dachkante. Gitter? Das ist der Lüftungsschacht, durch den ich vorhin gekrochen bin. Ach, der geht zum... Moment, können wir den aufmachen? Das kriege ich so nicht auf. Ich brauche mein Werkzeug. Ja, dann gucken wir mal in deinem Werkzeugkasten nach. Wir haben keinen Zehennägel? Moment. Das kann nicht sein. Und sind die Zehennägel ausgegangen? Nein! Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Nein, nein, nein. Also Zehennägel nutzen, um Gitter aufzumachen, ist immer reizvoll, Edna. Wo sind wir denn hier jetzt? Ah! Okay, das ist die Röhre quasi. Ja, gut. Verstehe. Kann ich hier noch irgendwas angucken? Dachkante. Heißt, wir können einmal... Wie sicher sie da über das Dach spaziert, ne? Wenn ich das sehe, ich kriege da ja schon wieder Horroranfälle. Ich sehe Poki schon wieder da kauern. Dann komm raus aus deinem Loch. Alles, was ich über das Fernsehen weiß, habe ich übrigens in die Itemreaktion mit dieser Antenne gepackt. HW hat sehr viel Wissenswertes zum Thema Fernsehen zu sagen. Benutzt einfach alles mit dieser Antenne. Dann seid ihr schlauer. Okay. Alles mit der Antenne benutzen. HW, Antenne.
Guck mal, Harvey, eine Antenne. Cool. Jetzt können wir mit dem Mutterschiff Kontakt aufnehmen. Nein, ich glaube nicht. Lexikon? Antenne, die. Siehe auch Empfangsverstärker. Kaputtes Stuhlbein. Sieh her, Harvey. So kann die Regierung Piratensender ausspionieren. Ach, da hätte ich auch von allein drauf kommen können. Oh Gott, der war so schlecht. Piratensender, versteht ihr? Von wegen Stuhlbein, Holzbein. Der hätte von mir sein können. Comicheft. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen hinterlistige Himbeerkerne. Ach, das meinte er in dem Audiokommentar. Ich muss dran denken, den Comic mal ab und zu lesen. Hat jetzt nichts mit der Antenne zu tun, aber sehr schön. Moment. In diesem Bild kündigt Captain Unbrauchbar seinen Kabelanschluss. Nein! Dieser Schurke. Moment. Poloschläger. Dengel. Kugelschreiber? Sieh her, Harvey. So werden Zeichentrickfilme übertragen. Awesome. Das hat uns jetzt aber nicht wirklich irgendwas gebracht, ne? Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Nein. Ich würde eher sagen, nein. Kann ich die... Moment, erstmal anquatschen. Also, Frau Antenne, kommen wir zurück auf diese elektromagnetischen Wellen, von denen Sie sprachen. Befinden Sie sich gerade in diesem Raum? Können Sie mit ihnen kommunizieren? Sie sind da! Ich schwöre es Ihnen! RTL-Nachmittagsprogramm. Benutzen. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Ja. Können wir das nochmal drehen? Scheinbar kein Effekt. Ich werde wahrscheinlich irgendwas hier tun müssen, aber ich weiß nicht was. Ich habe ja hier schon alles kombiniert quasi. Gehe zurück. Schön. Heißt das, wir können hier unten. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Das meinte Pokim. Ja, okay, gut. Kann ich jetzt hier gar nichts machen? Also ich kann hier wieder rein, aber... scheint... Mal gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Gitter... Unten? Ja, das guckt sich wahrscheinlich wieder nur an, ne? Wow. Kann ich... Ja, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht merkt. Ich habe mir... Okay, das habe ich mir fast gedacht. Man muss also richtig in dem Screen sein, damit Poki quatschen kann. Es war nur Test. Schade, Poki. Hat nicht geklappt. Ja. Ich kann jetzt hier nichts machen, ne? Ich guck nochmal zur Antenne hin. Ich dachte jetzt hier irgendwie, ich hätte schon das halbe Spiel durch oder so, aber dann gucken, ob ich die Zehennägel mit der Antenne benutzen kann. Sieh her, Harvey. So kann man die Frequenz einstellen. Mit einem Fußnagel. Na klar. Ja, es, ja. Okay, gut, dann... würde ich sagen, gehen wir rein. Aber ich bin etwas ratlos, was wir denn dann jetzt machen sollen. Zurück zur Zelle? Gehst du... Edna, es ist jetzt nicht die Zeit zu verstecken.
Zicke. Büro. Ist immer noch leer. Wir suchen ja immer noch... mein Headset richten. Wir suchen ja immer noch nach einer Möglichkeit oder nach einer Erinnerung aus der Schulzeit von Edna. Die Frage ist, wo soll ich die finden? Weil so viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Geht zur Flur? Ach, hier ist noch ein Flur. Ich glaube, das hier ist unsere Zelle. Das hier ist der etwas gelangweilte Minigolfspieler, dem ich gerade in der Nase rumpokel und jetzt im Auge. Hier, Popel, hast du gesehen? Poki, habe ich recht? Ja, der Charakter Stiese ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfiguren in Edna bricht aus. Der möchte gern Profi-Minigolfer, dem es nicht vergönnt ist, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der nämlich richtiger Profi-Minigolfer war und diesen Komplex mit sich rumträgt, während er sich Edna gegenüber wie der große Mac aufführt, ist eine der komplexesten Randfiguren. Also unnötig komplexesten Randfiguren der Computerspielgeschichte, wie ich hoffe. Unnötig komplex. Ich glaube, ich schreibe mir diese zwei Worte mal irgendwo auf und hänge sie mir übers Bett und meditiere darüber. Ah, ich finde diese Audiokommentare von Poki teilweise echt einfach nur genial. Harvey, guck mal. Ach, da kann ich gar nicht hin. Moment. Gehe um die Ecke. Hey! Oh, oh. Genau. Ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Hier rein. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Oh, er hat unseren Schlag mit dem... Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Er hat unseren Schlag mit dem Podoschläger mit seinem tollen Stiesel- und Sohnschläger geblockt. Und... Es ist ja auch toll, dass er sich fragt, wie wir entkommen sind und dieses riesige Loch in der Wand hier gar nicht beachtet. Sehr aufmerksamer Zeitgenosse. Ich speichere mal eben. Und ich würde sagen, ich mache auch mal wieder einen Cut. Ich mache mal einen zweiten Speicherpunkt. Und sie dreht mir schon wieder den Arsch zu. Das ist nicht nett. Ja, ich mache hier mal einen Cut. Wie gesagt, ich gucke nicht wirklich auf die Uhr, wenn ich solche Sachen spiele. Es tut mir leid. Es kann sein, also eine Viertelstunde, die ich mir so als Minimum genommen habe, sollten wir haben. Auch wenn das Lachen im Hintergrund mir vielleicht nicht zustimmt. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder von Edna bricht aus. Und dann gucken wir mal, wo wir denn weiterkommen. Weil im Moment stehe ich echt so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich denke, dass es vielleicht irgendwas mit dem Stiesel-Typen da zu tun hat. Wir schauen einfach mal. Denn ab jetzt werden sich die Parts wahrscheinlich ziehen, weil ich halt nicht mehr weiß, was ich machen soll. Und ja, gut. Das war die längste Verabschiedung, die ich jemals getan habe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.